Recht herzlich willkommen zur 129. Folge von Simotrans. Ja, schauen wir mal nach hier. Der Michael hatte mir geschrieben, dass hier in den Bussen wohl irgendwelche Skelette rumsitzen. Einfach aus dem Grunde, weil hier an der Bushaltestelle irgendwas nicht passt. Und so wie es aussieht, ist hier Post und Güter, weil das hier ist gar kein Personensteig, sondern wohl ein Gütersteig. Ne? Da müssen wir da mal schauen, dass wir das gerade umändern. Dann funktioniert das auch mit dem B- und Entladen der Leute wieder, ne? Und das geht dann nicht. Zusatz entfernen wäre das. Und dann das dahin. Und dann klappt es auch wieder mit dem, ne? Personenverkehr wahrscheinlich, ne? Ja, der sah eben auch so schick aus, braun, ne? Oder sowas, ne? Das war ja das andere. Ach so, haben wir jetzt gar nicht reingeguckt. So, Passagiere, Post und geht, ne? Jetzt die Frage, ob noch was anderes abgeliefert werden sollte, aber ich glaube eigentlich nicht, ne? So, jetzt können die klappernden Skelette dann da auch aussteigen. Oder es war ein terroristischer Anschlag hier von den Marsianern, hatte der Michael geschrieben, der hier den Bahnsteig verändert hat. Da war bestimmt grüner Glibber rübergelaufen und dann wurde das ein Frachtbahnhof sozusagen. Gut, okay. Dann schauen wir mal weiter. Das wird ja wahrscheinlich auf Dauer dann laufen. Was hatten wir hier unten mit Passagieren? Ich glaube, nee, Passagiere nicht. Hier war so viel Post, ist mir noch aufgefallen. Da sollten wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, dass wir hier die Post noch bewegen, ne? Ist natürlich krass, oder? Über 800 Säcke Post dazu haben. Müssen wir mal gucken, wo der Postbulli ist. Da ist er. Der fährt da ziemlich voll durch die Gegend wahrscheinlich, ne? Verfolgt den nochmal gerade. Wo hält denn der an? Da. 8 Säcke. Aber fährt er da hinten überhaupt hin? Das ist die nächste Frage, ne? Weiß ich gar nicht. Machen wir gerade schneller. 2 Säcke, 15, 20, 17, 18, 24, doch, er fährt hier hinten auch hin. Und da kriegt er mal gerade 3 noch rein und dann ist er wieder unterwegs. Das ist unser Problem also. Ne, das wollten wir gar nicht verfolgen, wollte ich ausmachen. Das war's. Und dann machen wir diese vielen Fenster zu und dann geht da wieder der Postbus. Ich glaube, wir fahren mit dem LKW hier durch die Gegend. Der hat die meiste Ladung. Den können wir runternehmen. Den nehmen wir drauf. Und das Ganze muss der Stadtbus Adolf Zell sein. Und starten wir dann mal, ne? Und der hat eine Ladung von 85 Postsäcken. Oder sind es 65? Sehe ich jetzt gar nicht. Verfolgen. Und der hat schon einen drin. Okay. Er fährt aber jetzt leider in die andere Richtung. Machen wir mal gerade schnell. Da ist keine Post nirgendwo. Da ist 72 sogar, okay. 39, 35, 41 und jetzt wird er voll. Genau. Gut, okay. Hat leider nicht entladen, sondern fährt mit 85 dann überall rum. Da passt was nicht. Und jetzt ist er leer. 20, 18, 2, 9. Okay, da wird es jetzt ein bisschen weniger werden. Da waren 60, die er da abgeholt hat. Ich glaube, dann können wir damit leben, ne? Ja. Und dann fährt er wieder nach unten. Jetzt und hat auch dann genug Platz gehabt, ne? So, gut, dann lassen wir das so, wie es ist. Können einmal kurz reingucken, wie da unten jetzt weniger geworden ist. So ein bisschen muss es ja weniger geworden sein. Na, das war jetzt der falsche Klick natürlich. Da müssen wir hin. Obwohl, 863 ist immer noch nicht viel weniger, ne? Jetzt muss man gerade noch ein bisschen schneller laufen. Da kamen jetzt beide Postfahrzeuge.
Und statt weniger wird es eher mehr, ne? Ich weiß gar nicht, wo hier so viele Briefe geschrieben werden hier. 750. Ist doch mal weniger geworden. 780. Hundert, 730, okay. Ja, jetzt sind es 690. Ich glaube, das können wir so lassen. Der baut das langsam aber sicher ab. Irgendwann ist er sowieso dann wahrscheinlich dann mit zu wenig unterwegs. Aber das läuft erstmal. So, jetzt Liste angucken. Oder wie, ne, das war Fahrplan. Das ist nicht richtig. Liste gibt's hier, Haltestellen gibt's da. Und wartend gucken wir mal, wer da wartet. Okay, da wartet niemand, weil aufsteigend ist falsch. Wir wollen absteigend vielleicht eher haben. Ja, das ist mal eine Summe an Passagieren, ne? Wo sind wir denn hier? Sonderhausen. 3000 Passagiere warten. Drei davon wollen nach Floto. Das läuft ja jetzt irgendwie schlecht hier, ne? Da müssen wir noch einen Bus einsetzen. Was machen wir nur da? Wer fährt denn hier die Haltestelle an? Das ist die erste Frage, ne? Es gibt einen Stadtbus an Nahhausen. Und dann gibt es den Fernbus. Fernbus an Nahhausen Floto. Da sind 4 Stück drauf und alle voll. Das bedeutet, der Fernbus muss dann nochmal ausgebaut werden. Mal bitte einmal nach Floto. Den da. Und das ist der Fernbus Sonderhausen Floto. Und kopieren wir, ne? Starten 2 da drauf. Ja. Was ist das denn hier? Das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Cool gemacht. Kaffee gibt's da. Ein Kaffeestand. Sehr schön animiert. Toll. Okay. So, die Busse sind unterwegs. Das sind diese beiden hier. Die dann schon voll sind. Auch sehr gut. Läuft, ne? Kann man nicht anders sagen. Es ist nur die Frage, ob die Zahl von hier 3000 dann weniger wird, ne? Passagiere warten da 2, weil das der falsche Halt ist. Wir brauchen den hier. Ach Gott, Herr Jemini, da sind 4000 schon. Ich glaube, da müssen wir noch was machen. Da müssen wir nochmal welche drauf schicken. Ich glaube, da können noch 2 mehr drauf. Machen wir mal so. Und dann müssen wir noch überlegen, ob wir da nicht intern ist das eine Sonderhaus. Das sind 2-mal interne. 3. Vielleicht noch einen zweiten Bus da intern drauf. Den? Gute Frage, ne? Der hat 100 Passagiere, ist natürlich viel, ne? Komm, machen wir. Stadtbus in der Hause brauchen wir da noch. Starte den. Der fährt jetzt natürlich alles weg und dann wird er irgendwann nicht mehr gebraucht, ne? Aber das ist so, was willst du da machen, ne?
So, wir können ja kurz hier nach Haltestellen gucken, ob da was ausgebaut werden muss. Nee, hier nicht. Was macht lauter? Das sieht's auch ganz easy aus. Hier ist noch abgedeckt, ne? Ja. Alles gut. Zieh mal die Karte auf. Was macht Waldeck? Wächst eigentlich auch ganz nett. Hier oben ganz viele Straßen, aber kein Dingens gebaut. Aber hier unten fehlt eine Haltestelle. Ja. Das bedeutet, da muss eine Haltestelle hin. Aber die können wir noch auf der Straße bauen, wo wir gerade sind, ne? Da kommt die hin. Dann passt das schon. Und dann machen wir noch einen Postkasten daneben. Dann müssen wir die Linie ändern. Guck mal in die Linie rein. Stadtbus-Waldeck. So, Linie ändern. Ach so, hier oben ist Fenster. Nehmen wir mal gerade ein Stück runter. Ahornstraße. Dann Quecksilberstraße. Wo ist die denn? Libellenstraße. Ach so, das muss. Ja, das ist aber auch doof, ne? Okay, der fährt erst dahin, dann da. Naja, okay, lassen wir so. Quecksilberstraße. Ist da rechts? Fährt dann wieder zur Ahornstraße. Das ist ja komisch. Komm, dann hängen wir da mal erst nochmal das so dran, ne? Und fährt dann zur Ahornstraße. Das lassen wir jetzt so. Dann ist die auf jeden Fall bedient hier unten. Wie viele Leute warten denn hier so? 827 ist der Wechselbushaltestelle, glaube ich. Hier ist noch nichts, ne? Ist klar. Da warten 98. Da warten 97. Ist schon die Frage, ob hier nicht auch ein Bus fehlt. 56. Ah, hier hinten ist gerade wohl abgeholt worden. Da geht's, ne? Ja, gute Frage, ne? Stadtbus Flot Waldeck. Ich glaube, wir ballern da auch noch einen drauf. Und Doppeldecker. Stadtbus Waldeck. Und starten. Fertig. Gut, dann haben wir Waldeck schon fertig gemacht. Floto, wie sieht's hier aus? Foto baut nirgendwo aus mehr, also baut schon wahrscheinlich aus, aber nicht jetzt, dass wir aktiv werden müssen. Riedenburg. Hier ist alles im grünen Bereich. Da oben sind nur Straßen gebaut, reicht. Hardexen. Hardexen ist noch gut abgedeckt. Fast alles. Das ist das Bahnhofsgebäude. Ah, guck mal, hier oben wird schon ausgebaut. Sehr interessant. Der Rest passt noch. Altenau. Ah, da. Und nur da. Ja, dann müssen wir das in der nächsten Folge machen, denke ich mal. Wir gucken gerade nur zu Ende. Altenau müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge aufbauen. Radolfzell einmal angucken. Radolfzell. Sieht ganz gut aus, ne? Oh, Radolfzell baut da oben ganz viel aus. Das heißt Altenau, Radolfzell und was ist mit Döbeln? Döbeln hat einen riesen Stau. Und das müssen wir dann beheben. Keine Ahnung, wer da blockiert.
Irgendwer hier. Fahr du mal woanders hin, dann werden wahrscheinlich die anderen Fahrzeuge auch alle passend fahren. Jo, das heißt, nächste Folge müssen wir gucken, dass wir Altenau und Radolfzell weiter ausbauen. Und hier sollte sich das jetzt gerade beruhigen. Sieht auf jeden Fall so aus, ne? Die haben alle auf freie Strecke gewartet. Das ist nicht gut. Ja, jetzt steht der nächste hier und macht nichts, ne? Schickt den auch nochmal weg und das müssen wir dann nächstes Mal auch im Auge behalten, dass wir das hinkriegen hier mit dem Verkehr in Döbeln. Oh, hier gerade gebaut, habt ihr gesehen? Gut, das heißt, hier müssen wir auch ausbauen. Alles klar, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!